Und weiter geht's hier vom Nordmeer. Keine Sorge, es kommen auch bald mal wieder andere Gewässer dran. Aber im Moment ist es einfach noch zu wild und man muss viel rumprobieren. Und bam, ich teste immer noch vom Land aus. Ja, was ich gerade teste, sind eine Handvoll verschiedener Gummiköder, Jigs. Und im Moment muss ich sagen, ich bin mega zufrieden hier mit diesen. Wir gehen gleich mal im Detail auf das gesamte Setup ein, wo ich hier bin. Und dann ziehen wir jetzt hier erstmal ein bisschen was raus. Es funktioniert gerade ganz gut. Auch der letzte Spot, auch das letzte Video hat schon super funktioniert. Wenn noch nicht gesehen, ich verlinke das gerade nochmal eben. Das war die Stelle, die auch immer noch super funktioniert. Gerade wenn man einloggt und vielleicht nur eine halbe Stunde Zeit hat, ein bisschen was rausziehen will und dann dafür nicht ein Bootsticket extra mieten möchte, dann ist das halt richtig gut. Übrigens auch eine Stelle, die nach wie vor mit verschiedensten Gummiködern funktioniert. Unter anderem den Maggot, aber eben auch sehr gut mit den Schaumgummis. Ich glaube, die Schaumgummis haben sich schon in den Rekorden verewigt. Wenn ihr aber keine Schaumgummis herstellen könnt oder niemanden kennt, der die herstellen kann, auch andere kleine Gummiköder funktionieren super. So, er ist hier so langsam fertig. Mir ist jetzt schon mehrfach aufgefallen, dass die hier in diese Ecke hinflüchten sozusagen. Das ist jetzt der dritte größere, der sich hier so an diesen Rand flüchtet. Ganz eigenartig, dass die nicht nach hinten hin abhauen oder sowas, sondern hier so zu dem Rand. Er hat immer noch ein bisschen Bock. Gucken wir mal, was es ist. Vielleicht ein großer Köhler oder so. Der hat er auf jeden Fall jetzt schon mal, ja, mit am meisten Bock von den letzten Brocken. Und dann, wie gesagt, gucken wir jetzt gleich nochmal in Setup ein und wo ich hier überhaupt bin und was hier bisher auch schon reingegangen ist. Ich glaube, man sieht es schon so ungefähr, ne? Tatsächlich ein großer Köhler. Ja, die ballern natürlich richtig gut rein vom Ufer aus. Na, hau da wieder ab, du Schlingel, du. Komm mal ran hier. So, einmal noch drehen. Nochmal kurbeln und nochmal kurbeln und jetzt schön ran, Kescher nicht so hochziehen. Alter, 17,2 Kilo Köder. Schön, wieder Punkte gekriegt, das ist natürlich das Wichtigste. Und ich gehe wieder zurück hier an die Stelle, die gerade ganz gut funktioniert hat. Wenn ich sie denn wieder finde, war das hier? Ne, hier war es, ne? Hier in dem Bereich so, ja, das passt. Genau, und direkt wieder raus. Gar nicht so ganz weit, wir wollen ja nicht so weit drillen. Hier auf 40 Meter ungefähr absinken lassen. Währenddessen schon mal kontrollieren, ob vielleicht zwischendurch noch ein Biss kommt. Kaffee und Tee immer wieder rein, damit wir schön Power haben. Immer genug Energy, falls was reinballert, dass wir dann halt auch wieder schön drillen können. So, dann geht noch eine Fischsuppe hinterher. So, 50 Meter Tiefe und es geht wieder los. Ich fange an zu jiggen. Ja, welche Stelle stehe ich hier? Ich habe vorhin ein wenig rumprobiert, ob die Muscheln nicht mal wieder gehen. Und ich muss sagen, nee, das war nicht so gut. Eine Auster ist nochmal wieder reingegangen. Die Ecke zeige ich jetzt auch gleich nochmal eben. Muscheln muss ich aber nochmal testen. Ich werde nochmal verschiedene Köder testen und ich werde auch nochmal verschiedene Wetter testen. Auch das nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Die verschiedenen Wetter, ob das jetzt kalt ist, bewölkt oder sonnig, auch hier deutlich zu spüren, der Einfluss des Wetters auf die Fängigkeit verschiedenster Fischarten. Im Großen und Ganzen so richtig detailliert haben wir das alles noch nicht, glaube ich, festgehalten, aber es zeichnen sich so manche Sachen ab. Kommen wir aber irgendwann bestimmt detailliert dazu. Also, die kleine Ecke für die Muscheln befindet sich hier. Und zwar hier in dem Bereich. Hat bisher schon, ich sag mal, gut funktioniert. Wie gesagt, nach wie vor noch nicht richtig gut. Dafür fehlt es vielleicht noch ein bisschen an Tests. Aber im Moment habe ich hier schon immer mal wieder gut Muscheln gefangen. Auf verschiedenste Jigs. Allerdings, wie gesagt, hier, wenn ich mal endlich was habe, was super funktioniert, wo man wirklich viele Muscheln rauszieht, dann gibt es dazu natürlich nochmal extra ein Video. Ja, die Ecke hier unten war es jetzt gerade.
und ich werfe hier rüber in Richtung von diesem 60 bis ungefähr 90 Meter tiefen Loch. Also hier straight up runter. Ich gehe auch direkt wieder hin und dann sieht man es gleich schön mit dem Pfeil auch nochmal. Und die Ecke hier ist einfach recht entspannt. Ich stand ja jetzt die Tage auch schon mal da hinten, wo das Boot ungefähr steht. Auch das klappt natürlich ganz gut. Schauen wir gerade mal eben rein. Genau, hier so in dem Bereich und dann raus da hinten in Richtung der kleinen Inseln. Da kannst du einfach jetzt entscheiden. Ne? Wirfst du maximal aus, jetzt hier gerade um die 70, 80 Meter oder auch mal manchmal ein bisschen mehr. Oder reichen auch mal nur halb aufgeladen 40 Meter. Beides ist fängig. Bedeutet im Umkehrschluss, je nachdem mit welchem Setup du hier gerade stehst, ob das die große Route ist und du kommst vielleicht gar nicht so weit raus, also die mittelschwere, oder du hast jetzt hier schon sowas wie die Poseidon. Es sollte beides funktionieren. Wie auch im letzten Video schon gesagt, ich nutze das hier immer, wenn das Bootsticket ausläuft und ich weiß, okay, dass die nächste Stunde werde ich nicht schaffen oder ich habe zwischendurch was essen oder sowas und dann einfach mal ein bisschen hier vom Land aus üben, ein bisschen rumprobieren, testen, was rausziehen oder einfach neue Köder farmen und danach geht es dann irgendwann wieder aufs Boot und dann zieht man hier wieder eine Runde, wenn man denn eine Stunde am Stück Zeit hat oder ein bisschen mehr. Vom Setup her, wir gucken einfach mal eben kurz rein. So sieht es gerade aus, also hier in dem Fall gerade die Poseidon, heißt also die ganz große Pilgroute mit plus 5 auf Meeresangeln, mit plus 111 auf die verschiedenen Montagen und plus 50% auch natürlich nicht zu unterschätzen. Bisschen mehr XP nehmen wir doch gerne mit. Lynn's Minnows, ja, das ist die Serie, die ich gerade teste. Der war bis gerade noch 100% fit. Der Verschleiß auf diese Gummifische ist immens. Wenn ihr euch anschaut, wie viele Fische man rauszieht auf den Schaumgummi oder auf den Maggot. Also da kann man wirklich froh sein, dass die so günstig sind, diese Köder. Und dafür sind die aber auch wirklich gut und fängig. Ja, ich habe jetzt hier an der Stelle verschiedenste Farben schon durchprobiert. Ich habe den gelben natürlich genommen, den grünen bisher, den lilanen nutze ich jetzt. Ja doch, die lilanen nutze ich jetzt gerade erst. Und ich teste natürlich auch noch weitere verschiedene Farben. Das Schöne ist einfach hier, zack, da geht der nächste rein. Auch hier relativ nah auf 30 Meter. Das Schöne ist einfach, wir haben eine große Palette an Farben. Und das ist einfach so dieser Punkt, was mir, wie gesagt, nach wie vor wichtig ist. Gar nicht mehr so die riesengroßen Brocken, sondern einfach viele Skillpunkte machen. Und möglichst viele unterschiedliche Fische zu fangen. Ihr seht, die Skillpunkte rasseln immer noch rein. Es funktioniert nach wie vor richtig gut. Was man sagen muss, im Bereich von 50% gab es bei mir eine mächtige Flaute. Es hat wirklich ein bisschen gehangen. 50 bis 51%, ungefähr so ab 52 ging es auf einmal wieder los, dass die Prozente leichter reingegangen sind. Gucken wir mal eben rein. Die letzte Stunde jetzt hier. Hier vor war dann der Spot mit, also dieser Muschelspot, den ich da getestet habe. Ja, auch da sind ein paar schöne Schollen reingegangen. Schaumgummi 04 zum Beispiel hat super funktioniert. Makrelen sind reingegangen, auch hier auf dem Schaumgummi. Allerdings, ja, nicht ganz so groß, aber es ist auf jeden Fall noch okay. Zwischendurch mal einen Lump oder sowas. Eine Auster ist mit reingegangen, Schaumgummi 1, das heißt der gelbe hier. Und natürlich auch jede Menge Skorpione. Ah, ein Dornhai war auch mit dabei. Schaumgummi 01 wieder mal auf gelb. Die lohnt sich auch richtig. Ja, dann gucken wir nochmal weiter. Hier dann jetzt die Stelle, ja, schwerpunktmäßig wieder Köder, 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 Köder. Heißt aber auch gleichzeitig Köder, 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 Köder. Super gut. Ich bin total zufrieden damit. Köder fürs spätere Angeln plus Skillpunkte fürs spätere Angeln. Also von daher läuft das hier schon richtig gut. Natürlich wollen wir hier, klar, so einen großen mit 17 Kilo ist natürlich auch mega gut. Aber mir reichen eigentlich auch hier diese, die Köder bis ungefähr 3 Kilo. Das ist vollkommen okay. Wenn ich davon eine schöne Frequenz habe, dann lüppt das doch ganz gut. Wobei eben auch hier gerade auch mehrere Mal so im Bereich von 5 Kilo reingehen. Und dann ist das auch vom Silber her gar nicht verkehrt.
Also, bisher an der Stelle, hier haben wir einen Lynx Minnow, ne, 007 hier gerade, das ist er. Auch das Teil geht dann eben auch für die Plattfische. Und ja, ich bin wie gesagt sehr zufrieden hier. Position ist, glaube ich, jetzt bekannt. Und ja, nach wie vor immer wieder dann nutzen hier diese Kante, wenn das Ticket ausläuft. Einfach mal eine Stunde ausprobieren und dann rausziehen. Kohlemäßig, auch das bin ich bisher super zufrieden damit. Gerade wenn man bedenkt, dass man eben nicht 100 Silber schon ausgegeben hat fürs Bootsticket, sondern ja, einfach hier auf entspannt einen nach dem anderen rausziehen kann, dann lübt das schon. Ja, so viel dazu hier von der Vardakant. Wir gucken mal weiter, wie und wo und was passiert, welche Spots sich auftun. Und demnächst geht es dann auch langsam Stück für Stück in etwas schwereres Setup. Ich warte damit noch ein bisschen. Ich will erstmal noch ein bisschen weiter Skillpunkte machen. Aber irgendwann muss man da ja auch mal ran ans schwerere Setup. Was und wie und was ich mir gönne und was ich mir kaufe, gucken wir mal. Hat wie gesagt noch ein bisschen Zeit. Erstmal noch ein bisschen was rausziehen. Und dann geht es natürlich auch an die schweren Montagen. Denn ich hänge jetzt hier natürlich ein wenig mit diesem Rig, Running Ledger Rig zum Beispiel, das wäre als nächstes frei. Das geht alles nur über die Bootsrouten. Also benötige ich das irgendwann. Noch kann ich hier Skillpunkte machen, also nutzen wir das aus. Ja, so viel dazu, Petri Lümmels. Ich hoffe, das Ganze hat gefallen und geholfen. Wenn ja, Daumen da lassen, Kanal abonnieren hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream mal auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Und im Moment, wo das Ganze hier so neu ist und alles gut läuft, ja, dann jeden Tag ans Meer. Jeden Tag. Bis dahin, Petri.